Hallöchen und ganz herzlich willkommen nach langer Zeit mal wieder zurück im Microsoft Flugsimulator mit einer neuen Videoreihe und zwar diesmal mit der PMDG 777. Zum Zeitpunkt des Videos ist die PMDG jetzt frisch rausgekommen, in unserem Fall die PMDG 777-300ER. Und wir werden uns heute mal einen gemeinsamen Flug zusammen anschauen. Und zwar geht es von Berlin nach Zürich runter mit der Swiss 777. Und ich werde euch so ein bisschen Sachen erklären. Hier und da auch ein paar interessante Fakten nennen. Auch hier und da vielleicht was zu den Knöpfen erklären oder ein paar Systeme empfehlen, die ihr nutzen könnt, um euch das Leben ein bisschen leichter zu machen. Aber ich werde jetzt nicht so ganz tief in die Materie einsteigen und jeden Knopf erklären, da es auch immer noch eine Boeing ist und wir das ja zum Teil in der 737-Reihe schon erklärt haben. Ansonsten kann es natürlich sein, dass zum Zeitpunkt des Videos, wenn ihr es euch anschaut, schon Updates rausgekommen sind, dass manche Sachen also bis dahin anders sind. Aber grundsätzlich solltet ihr mit diesem Tutorial einen vernünftigen Flug von A nach B durchführen können. Vielleicht erstmal so ein bisschen was generell zur Boeing 777 und in dem Fall zur 777-300ER. ER steht hier in dem Fall für Extended Range und das Flugzeug hatte seinen Erstflug 2003, hat diese riesigen GE90-115B-Triebwerke dran. Jedes Triebwerk liefert dabei 519 kN Schub und der Durchmesser hat unglaubliche 3,43 Meter. Wenn ihr euch mal vorstellt, so ein 737-Rumpf hat ungefähr 3,70 Meter, also haben wir quasi zwei 737-Rümpfe bei uns unter den Tragflächen hängen. Dieses Flugzeug ist das größte und schwerste zweistrahlige Flugzeug der Welt. Die 300ER ist fast 74 Meter lang, fast 19 Meter hoch und hat auch über 65 Meter Spannweite, also sogar nochmal 4 Meter mehr als die normale 300er. Das Maximum Takeoff Weight, also das maximale Startgewicht bei dem Flugzeug, liegt bei 351,5 Tonnen. Wir können über 145 Tonnen Treibstoff mitnehmen und mit auch über 251 Tonnen Max Landing Weight landen. Fliegen können wir damit so um die 13.600 Kilometer, also über 7.300 nautische Meilen. Und in All-Eco-Konfiguration können wir sogar bis zu 550 Gäste hier mitnehmen. So viel erstmal generell zur 777. In dem Fall jetzt die Version von PMDG kommt mit einem EFB, das wir auch dann später, zeige ich euch noch, an drei verschiedenen Positionen platzieren können. Wir haben eine CPDLC, also eine Data Link Connection mit dabei. Wir haben die SIMRIF Integration mit dabei und wir haben eine sehr, sehr brauchbare Systemtiefe auf jeden Fall. Jetzt haben wir aber genug gequatscht. Wir schauen uns einfach an das Flugzeug und hüpfen einmal rein ins Cockpit. Dort angekommen sieht das Flugzeug in etwa so aus. Was ich euch als allererstes empfehlen würde, wenn ihr regelmäßig Flüge mit der 777 macht und ihr startet ja meistens am Gate, dass ihr euch hier unten im FMC im Menü unter PMDG Setup und Panel State Load einmal hier den Cold and Dark State bzw. den Cold and Dark State with GPU aktiviert bzw. den dann auch hier in den Startup State einmal reinmacht. Das heißt, ihr klickt da einmal rechts daneben und dann könnt ihr das Ganze auswählen. Ihr könnt auch einen eigenen State machen, indem ihr die Knöpfe halt so einstellt, wie ihr sie gerne haben wollt. Und dann könnt ihr auf Panel State Safe gehen, hier dem Ganzen einmal einen Namen geben und dann auch das als Standard State auswählen. Da wir jetzt ja am Gate stehen, würde ich sagen, wir machen einfach mal den Panel State Load. Ich habe mir hier einen eigenen Cold and Dark erstellt. Den finden wir hier auf der ersten Seite, heißt einfach CND. Fügen wir ein und dann ist fast schon alles so, wie ich das gerne haben möchte. Und das Einzige, was noch nicht passt, ist, dass die Batterie noch an ist. Die machen wir jetzt einmal aus. Und dann haben wir unser Flugzeug nämlich ganz normal im Cold and Dark. Was sich dann auch am Anfang zu empfehlen lohnt, ist einmal hier ins Tablet zu gehen, in die Einstellungen. Da zum Beispiel die SIMBRIEF-ID zu hinterlegen, die Units einstellen, die man gerne hätte. Und ansonsten auch, wenn man möchte, noch ein paar Sichten festlegen. Wenn wir dann zu unserem Flug ins Cockpit reinkommen, gehen wir erstmal auf unser Plätzchen. Ich habe mir jetzt hier auch eine Sicht fürs Overhead-Panel gemacht. Und schalten als allererstes erstmal wirklich nur die Batterie ein. Wenn wir die eingeschalten haben, müssen wir noch ein paar Sachen kontrollieren. Und zwar einmal, dass unsere C1 und C2 Elektrikpumpen, die zwei hier oben, auf Off stehen. Also dass hier kein weißes Lämpchen wie links und rechts leuchtet. Das ist bei uns der Fall. Dann gucken wir, dass die Demand Pump Selector, die finden wir hier außen, auch bei der Off-Off stehen. Die Scheibenwischer sollten natürlich optimalerweise jetzt auch aus sein, gerade bei gutem Wetter. Kann sein, dass es die Kollegen vorher vergessen haben, das checken wir auch einmal. Dann muss natürlich auch sichergestellt sein, dass der Fahrwerkshebel in der Down-Position ist, auch das ist der Fall. Der Alternate Flaps Selector, der sich hier unten befindet,
Der darf auch nicht leuchten, das passt bei uns. Und dann können wir nämlich jetzt eine Hauptstromquelle hinzufügen. Wenn wir eine GPU zur Verfügung haben, können wir die verbinden. Dann sehen wir hier oben zwei Available Lights. Ansonsten könnten wir auch jetzt schon die APU starten. Wir nehmen in unserem Fall erstmal die External Power mit dazu. Und um die elektrische Last so ein bisschen zu verteilen, aktivieren wir hier beide. Dann fangen wir hier ganz oben im Override Panel an, gucken einmal, dass hier alle Klappen zu sind. Die Schalter sind in der mittleren Position. Das passt soweit. Die Circuit Breaker sind hier nicht simuliert. Die können wir also so lassen. Und dann gehen wir jetzt hier von oben links immer die Reihen einmal durch und gucken, was wir da alles für Knöpfe drücken müssen. Als allererstes schalten wir die ADIRU, die Air Data Inertial Reference Unit, ein. Das ist das gleiche, was wir aus dem Airbus und der 737 schon kennen. Beim Airbus sind es drei Schalter, hier oben links, bei der 737 sind es zwei. Und hier ist es einfach ein Knöpfchen, was wir drücken. Das Ganze steht dann auf On. Und dann gucken wir, dass hier die Klappe geschlossen ist. Das hier steht auf Auto. Dann können wir, wie gesagt, hier unsere APU starten, wenn wir sie jetzt schon bräuchten, zum Beispiel um die Kabine zu kühlen. In unserem Fall passt das aber so. Dann schalten wir hier einmal Cabin Utility ein und einmal IFE Pass Seats. Und zwar steht das hier einmal für das In-Flight Entertainment und die Passenger Seats, dass die mit Strom versorgt werden. Und auch einmal die Kabine und sämtliches Zubehör, was da in der Galley noch verstaut ist, dass das alles jetzt auch Strom bekommt. Ansonsten die Bus Ties stehen auf Auto. Hier haben wir noch ein paar Fault Lights, die sind aber ansonsten alle eingeschalten. Das ist wichtig, auch der APU Generator. Die Fortlights kommen einfach daher, dass diese Systeme ja vom Triebwerk versorgt werden und da das aktuell noch nicht läuft, haben wir hier eben noch die Fortlights. Dann können wir die Emergency Exit Lights einmal in die Armposition stellen, die Klappe hier schließen. Das Window Heat schalten wir auch schon mal ein. Das passt ansonsten alles soweit. Die Hydraulik fassen wir jetzt erstmal noch nicht an. Die No Electronic Signs bzw. No Smoking Signs könnten sie bei euch auch heißen, schalten wir an. Und die Passenger Signs ebenfalls. Wenn wir jetzt Licht bräuchten, könnten wir entweder das Dome Light hier hochdrehen, also dieses Flutlicht, was wir hier im Cockpit haben, oder wir drücken einmal hier auf den Master Bright Button und können dann hier generell die Helligkeit von allen Knöpfen im Cockpit verstellen, sofern diese hier immer auf diesen Punkt gestellt werden. Ihr seht es hier, ist so ein kleiner weißer Punkt. Solange der weiße Strich hier auf dem Punkt liegt, können wir quasi über den Master Button hier alle Lichter gleichzeitig ansteuern. Fire Overheat Test oder sowas machen wir jetzt noch nicht, beziehungsweise machen wir als Piloten nicht. Das macht immer nur Maintenance. Hier die Schalter stehen auf Norm. Die brauchen wir nachher für den Triebwerkstart. Der EEC-Mode ist bei beiden Triebwerken auch auf Norm gestellt. Fuel Jettison sollte nichts leuchten, weil Sprit ablassen wollen wir jetzt noch nicht. Brauchen wir hoffentlich heute auch nicht. Die Fuel Pumps sind aus. Anti-Ice steht auf Auto. Und dann schalten wir hier drüben noch einmal die NAV Lights an. Dann sind wir nämlich mit der Reihe auch fertig. Und dann gucken wir hier oben noch einmal, der Upper und Lower Recirculation Fan ist jeweils an. Cabin Temperature steht auf Auto, die Packs sind an und sonst ist hier auch alles so, wie es sein soll. Und dann sind wir mit dem Override Panel soweit auch schon fertig. Als nächstes wollen wir einmal hier unten weiter gucken. Hier die Schalter sind alle aus. Wir könnten jetzt hier auch noch Licht einstellen, wie wir es bräuchten, oder eben über den Master Switch. Sonst sind die Displays mittlerweile da. Wir haben Brake Pressure angezeigt. Unsere Parkbremse ist auch gesetzt. Und das würden wir jetzt einmal noch hier bestätigen. Aber ihr seht, wir sehen das nicht, dass die Parkbremse gesetzt ist. Das liegt daran, dass wir hier aktuell noch relativ viele Fehlermeldungen haben. Um die einmal loszuwerden, drücken wir hier drüben auf den Cancel Recall Button. Damit verschwinden die. Und dann seht ihr jetzt hier Parking Brake Set. Das passt also. Und dann können wir, wenn wir dabei sind, hier unten schon mal die Autobrake auf RTO stellen. Ansonsten hier alle Systeme sind auch ausgestellt. Das passt. Heading Reference ist auf Norm. Hier könnten wir sonst auch auf True Reference umstellen, wenn wir sehr weit nördlich oder südlich unterwegs sind. Also nördlich und südlich des Polarkreises. Und ansonsten gucken wir jetzt einmal hier auf die System Page bzw. auf die Status Page. Die bekommen wir jetzt hier unten angezeigt. Ihr seht, Hydraulic Quantity 0,96, 0,95, 0,99. Wir müssen da gar keine konkreten Werte wissen. Wenn nämlich irgendein Hydraulikflüssigkeitsstand zu niedrig ist, würde ein RF für Refill daneben stehen. Dann müssen wir die Maintenance rufen. Ansonsten, solange da kein RF steht, passt alles. Crew Oxygen hier unten ist bei 1850 PSI. Auch das ist mehr als ausreichend. Und hier steht noch einmal TCAS, weil wir das noch nicht eingeschalten haben.
Sonst schaut das aber alles in Ordnung aus. Und dann gehen wir auch noch einmal auf die Engine Page, gucken, dass wir genug Öl in beiden Triebwerken haben. Auch hier steht kein RF, also für Refill, mit dabei. Also passt das in dem Fall auch. Als nächstes gucken wir noch einmal hier unten. Schubhebel sind auf Idle, Speedbrakes sind drin, Trim passt soweit, Flaps sind ab, die Fuel Cutoff Switches sind aus. Auch hier die Klappen sind geguardet. Hiermit könnten wir den Stabilizer Trim hier ausschalten, wenn der uns weglaufen würde. Das war ja das Problem auch mit der 737 Max. Und ansonsten haben wir hier jetzt schon mal Unicom eingedreht, können hier nochmal aktivieren das Mic und das Zuhören hier auf dem VHF 1 auf der linken Seite. Und ansonsten könnten wir jetzt hier auch noch VOR ADF Selector auswählen, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Hier haben wir nochmal ein drittes FMC, hier drüben dasselbe und hier unten haben wir noch die Box für unseren Squawk. Haben wir jetzt erstmal auf 2000 gestellt. Das Tickers geht auf Above, dass wir im Steigflug jetzt erstmal hauptsächlich den Traffic über uns angezeigt bekommen. Ansonsten geht dann hier der Squawk-Code später noch rein und dann können wir hier noch den Transponder dann aktivieren und das Ticker dann letztlich auf TARA stellen. Aktuell ist es aber noch auf Standby, so soll das sein. Rudder Trim ist auf 0, Aileron Trim passt auch soweit und dann sind wir erstmal mit dem Groben fertig und jetzt würden sich quasi die Aufgaben teilen. Das heißt, der Pilot Flying, der fliegt, würde einmal das FMC vorbereiten und der Pilot Monitoring, der zuarbeitende Pilot, würde rausgehen und würde den Outside-Check machen. Wir machen jetzt mal beides, wobei wir keinen ganzen Outside-Check machen, aber eine interessante Sache möchte ich euch noch gerne zeigen draußen. Und zwar würden wir wie ganz normal einmal um das komplette Flugzeug rumgehen, würden uns alle Reifen angucken, würden gucken, dass keine Flüssigkeiten irgendwo auslaufen. Hier vorne die Reifen, die schauen ja schon mal in Ordnung aus. Und was ich euch jetzt aber einmal zeigen wollte, ist an den hinteren Reifen, weil da haben wir eine kleine Neuerung. Und zwar können wir jetzt hier in dem Flugzeug die Abnutzung unserer Bremsen sehen. Und zwar, wenn wir vorne und hinten mal gucken, sehen wir hier so einen kleinen silbernen Pin. Und der zeigt uns an, wie der Verschleiß unserer Bremsen ist. Jetzt seht ihr, das ist unsere Referenz hier, dieses Zwischenmetallteil. Und hier der Pin, der da einmal durchragt. Je mehr die Bremse abgenutzt ist, desto weiter rutscht dieser Pin hier nach innen und sobald der Pin quasi hier an dem Metall angekommen ist, müssen unsere Bremsen gewechselt werden. Das ist auch wirklich simuliert hier in der PMDG 777. Wenn ihr das entsprechend aktiviert habt, merkt sich das Flugzeug also, wie abgenutzt war eure Bremse beim letzten Mal, lädt das dann wieder rein und das heißt sukzessive wird sich eure Bremse auch abnutzen. Das heißt regelmäßig checken, dass ihr noch genug Bremsleistung zur Verfügung habt. Selbes gibt es übrigens auch hier hinten. Auch hier haben wir diese Brake Pins. Was beim 777-Fahrwerk auch übrigens ganz interessant ist, wenn wir steile Kurven rollen, dann dreht sich das hintere vom Hauptfahrwerk entsprechend mit, dass wir etwas leichter um die Kurve rollen können. Das soll uns jetzt aber erstmal reichen für den Outside-Check. Wie gesagt, normalerweise würde man einmal komplett ums ganze Flugzeug rumgehen, alle Steuerflächen angucken, gucken, dass nirgendwo was ausläuft, dass wir keine Beule in dem Flieger bekommen haben und so weiter. Sparen wir uns jetzt heute mal. Unser Flugzeug ist ja noch brandneu und tipptopp und wurde vom Maintenance auch schon gecheckt. Aber wie gesagt, sonst würden wir einmal komplett rumgehen. Also auf geht's, zurück ins Cockpit. Dort angekommen könnt ihr eure PMDG, so wie auch die 737 schon, hier unter PMDG Setup auch so konfigurieren, wie ihr das gerne hättet. Also sowohl unter Aircraft als auch unter Options könnt ihr verschiedene Einstellungen wählen. Für das Equipment, was euer Flugzeug an Bord hat, für die Displays, wie die aufgebaut sind, was die anzeigen und so weiter. Ihr könnt Failures mit einbauen und ihr könnt auch bestimmte Systeme hier in der Simulation aktivieren oder deaktivieren. Was ich euch einmal nur ganz kurz zeigen wollte, ist ein sehr hilfreiches Feature, nämlich dieses hier. Show Fly-by-Wire Trim Reference Speed. Die 777 ist nämlich das erste Flugzeug von Boeing, was eine Fly-by-Wire-Steuerung hat. Die Inputs werden also nicht mehr mechanisch direkt an die Steuerflächen übertragen, sondern werden in elektronische Signale umgewandelt und gehen dann durch ein oder mehrere Computer. Dort werden die Inputs dann gecheckt und dann an die Steuerflächen weitergegeben, um die Änderungen im Flugweg dann zu erreichen. Dieses Trim Reference Speed ist eine super coole Option. Die sorgt nämlich dafür, dass wir nachher auf unserem Primary Flight Display am Speed Tape ein blaues FBW sehen werden. Das ist das System, was wir jetzt eben aktiviert haben, beziehungsweise was ihr euch aktivieren könnt, was super hilfreich ist. Das sorgt nämlich dafür, dass auch wenn wir Flaps oder Speedbrakes ändern,
der Flieger unsere Trimmung automatisch so anpasst, dass wir die Geschwindigkeit, die an diesem Fly-by-Wire dann steht, halten, ohne dass wir einen Input geben müssen. Nur wenn wir eine Geschwindigkeitsänderung vornehmen, dann müssen wir wieder Inputs geben oder halt entsprechend nachtrimmen. Und dann, wenn wir die Geschwindigkeit wieder erreicht haben, dann müssen wir keine Inputs mehr geben und der Flieger hält diese Geschwindigkeit und passt die Trimmung automatisch an, auch wenn sich der Wind oder sowas ändert. Wir setzen also die Trimmung, dieses FBW, genau auf die Geschwindigkeit, die wir fliegen wollen. Dann müssen wir keinen Input mehr am Steuerhorn geben, sobald wir diese Geschwindigkeit dann erreicht haben. Zeige ich euch dann aber auch gleich nochmal in Ruhe, wenn wir im Flug sind. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, das alles so einstellen, wie ihr das gerne hättet. Dann wieder zurückgehen. Unter FS Actions könnt ihr wie sonst auch immer die ganzen Ground Services dazu holen, Fuel Payload beladen und so weiter, Cabin Light steuern. Das kennt ihr ja schon aus der 3.7, funktioniert hier eigentlich 1:1 genauso. Was halt sehr cool ist, ist, dass wir jetzt auch hier elektronische Checklisten mit dabei haben. Das heißt, wenn wir hier auf Checklist klicken, seht ihr, geht automatisch unsere Pre-Flight Checklist auf. Da würden wir dann sehen, okay, Oxygen müssten wir einmal testen. Das heißt, wir gehen hier rüber, testen einmal den Oxygen, der funktioniert. Dann können wir direkt hier hingehen, können Oxygen einmal abhaken. Die Flight Instruments müssen wir dann gleich noch einstellen. Das heißt, hier können wir erstmal nicht weitermachen. Und dann gibt es bestimmte Items, die seht ihr, sind automatisch schon abgehakt. Der Flieger erkennt also, dass unsere Parkbremse schon gesetzt ist und hakt diesen Punkt dann automatisch ab. Wenn mal etwas, obwohl wir es schon gemacht haben, trotzdem nicht abgehakt ist, haben wir hier die Möglichkeit auf Item Override zu drücken und dieses Item würde dann blau werden und wir würden es quasi überschreiben und der Flieger würde es trotzdem abhaken. Ansonsten, wenn die Checkliste fertig ist, können wir hier entweder auf Normal drücken oder wir drücken dann einfach wieder auf Checklist, dass sie verschwindet und wenn wir sie danach wieder aufrufen, kommt automatisch schon die nächste Checkliste, die wir dann brauchen würden. Jetzt haben wir aber lang genug gequatscht, jetzt gucken wir uns erstmal an, wie wir hier unseren Flug reinladen. Ich habe meinen in dem Fall wieder über SimBrief erstellt. Falls ihr SimBrief noch nicht kennt, schaut euch auf jeden Fall meine Videoreihe mal dazu an, denn das ist eigentlich der beste Weg, wie ihr aktuell eure Flüge planen könnt. Wenn ihr dann in den Einstellungen euren Namen hinterlegt habt, könnt ihr hier einfach auf Request Data from SimBrief drücken und dann wird euer SimBrief-Flugplan hier direkt runtergeladen. In unserem Fall sind wir heute die Swiss Tour Alpha Charlie. Es geht von Berlin nach Zürich, unser Alternate wäre Frankfurt. Hier sehen wir den Wind, die Registrierung, das Flugzeug an sich, Zero Fuel Weight von knapp 200 Tonnen und wir fliegen ungefähr 440 Meilen. Hier unten können wir uns dann auch noch das Departure-Wetter angucken. In Berlin sehen wir also Wind aus Osten, 8 Knoten. Bisschen variabel, Cloud Visibility okay, 29 Grad und ein aktuelles QNH von 1012. Wenn wir möchten, können wir das auch hier direkt einstellen. Wir wechseln also auf Hektopascal und können dann einmal hier auf 1012 stellen. Ansonsten können wir jetzt hier unseren Flugplan aufrufen. Hier bei Navigraph Integration, beziehungsweise bei einem Navigraph Abo, können wir uns dann auch die Charts angucken für zum Beispiel den Departure Airport und eben auch unseren Flugplan. Wir fliegen als Swiss 2 Alpha Charlie, habe ich ja schon gesagt, von Berlin nach Zürich. 121 Cost Index, den müssen wir uns schon mal merken, den brauchen wir gleich noch. Hier sehen wir den durchschnittlichen Wind, also heute östlicher Wind mit 10 Knoten im Schnitt. Heißt, wir haben ein klein bisschen Rückenwind. Wir verbrauchen pro Stunde ungefähr 7,5 Tonnen Sprit und steigen auf Flight Level 300. Wir planen zu tanken ungefähr 19,3 Tonnen Sprit. Wenn wir jetzt nicht aufgrund von Wetter oder anderer Gründe uns entscheiden, noch ein bisschen mehr zu tanken. Auf jeden Fall haben wir eine Reserve von 8,6 Tonnen aufgerundet dabei. Und es geht raus in Berlin auf der 07 rechts, Locto to Zulu Departure. Und dann über unser Routing bis nach Relax und dann auf die Relax to Alpha für die 1.4 in Zürich. Wir haben heute dabei 289 Passagiere, 6,6 Tonnen Cargo und 40 Tonnen oder 40,8 Tonnen, wenn wir es genau nehmen, könnten wir jetzt noch extra tanken, ohne dass wir dann für den Start und die Landung zu schwer wären. Hier sehen wir jetzt nochmal unser Routing. Das zieht sich einmal durch bis nach Zürich. Und dann sehen wir, mit 10,4 Tonnen kommen wir dann in Zürich an, wenn wir jetzt nichts extra tanken. Ansonsten haben wir jetzt auch hier schon eine von SimBrief berechnete Takeoff-Performance. Die können wir natürlich nehmen. Oder wir nehmen dann später das Performance-Tool, was hier in der 777 mit dabei ist. Wir skippen das jetzt erstmal. Wir gucken uns jetzt nur das Wetter an. In Berlin haben wir Wind aus Osten mit 9 Knoten, variabler Wind, 29 Grad. Hier war noch QNH 1013, mittlerweile 1012. Wetter bleibt auch den Tag über schön bei einem östlichen Wind. Das heißt, wir werden auch in östliche Richtung starten. Und in Zürich haben wir südlichen Wind mit 4 Knoten, leichte Bewölkung auf 1200 und 1500 Fuß bei 20 Grad QNH 1013. Es kann jetzt den Nachmittag über noch mal ein bisschen ungemütlicher werden.
Aktuell schaut das Wetter aber ganz gut aus. Und ansonsten haben wir als Alternate Frankfurt mit einem südöstlichen Wind 5 Knoten. Auch hier ein bisschen variabel. Gute Sicht, keine Wolken, unter 5000 Fuß, 30 Grad und QNH 1010. Als letztes schauen wir uns noch den Flugweg einmal an. Es geht also südlich von Frankfurt vorbei an Nürnberg und Stuttgart entlang nach Zürich am Bodensee vorbei, dann in den Approach. Wir sehen jetzt hier im weiteren Verlauf unseres Fluges fliegen wir hier in so eine Zone mit isolated banded CBs ein. Die gehen bis Flight Level 390 hoch. Da müssen wir also damit rechnen, dass wir eventuell die eine oder andere Gewitterzelle auf dem Weg haben. Deswegen sollten wir vielleicht einen kleinen Ticken mehr tanken. Ansonsten schaut das Wetter unterwegs aber gut aus und auch das Querprofil sollte nicht so sonderlich aufregend sein, weil wir kein hohes Terrain unterwegs haben. So viel zu unserem Flugplan und jetzt brauchen wir diese ganzen Informationen, um unser FMC hier drüben vorzubereiten. Jetzt war es früher immer ein bisschen nervig, dass man ständig hin und her gucken musste zwischen dem Tablet und dem eigentlichen FMC. Da hat sich jetzt PMDG was Cooles ausgedacht und zwar, wenn wir hier auf das Boeing 777 klicken, können wir uns das EFB einfach hier drüben anzeigen lassen. Wenn wir es dann später nicht mehr wollen, klicken wir einfach wieder hier auf den Klickspot und dann rutscht es wieder hier rüber. Aber so können wir uns das hier oben anzeigen lassen und gleichzeitig hier unten unsere Eingaben machen. Mega cool. Um jetzt mit der Flugvorbereitung zu starten, gehen wir einmal hier ins FMC, gucken, dass wir das richtige Flugzeug haben, eine 777-300 mit den GE90-115B L-Triebwerken. Die Database passt einigermaßen. Da das Flugzeug jetzt erst gestern rausgekommen ist, habe ich die Database leider noch nicht aktualisieren können. Ist aber nicht weiter schlimm, sollte alles trotzdem passen. Hat uns jetzt der Flieger auch nochmal eben gesagt, dass die NAV-Data veraltet ist. Das macht aber nichts. Dann möchte der Flieger jetzt gerne noch die Inertial Position haben. Die geben wir ihm gleich. Können wir einmal alles clearen. Und dann, wenn auf der Seite alles passt, gehen wir auf die Position Init Page und sagen jetzt dem Flieger einmal, wo wir stehen. In unserem Fall stehen wir in Berlin. Und dann könnten wir auch noch das Gate eingeben. Das ist bei uns Bravo 7A. Kennt der Flieger jetzt in dem Fall nicht. Ist aber nicht weiter schlimm. Wir können einfach unsere GPS-Position oder die letzte Position des Flugzeugs nehmen und die einfach einmal hier unten in dieses Feld, wo Set Inertial Position steht, einfügen. Das heißt einmal daneben klicken, hier unten daneben klicken und schon weiß unser Flieger, wo er steht. Dann gehen wir jetzt auf die Route Page. Und könnten entweder das ganze Routing jetzt von Hand eingeben, das habe ich euch in der 737 mal gezeigt, oder wir machen es so, dass wir einfach den SIMBRIEF Import nutzen. Dazu müssen wir hier nur auf Route Request drücken. Dann können wir dem Flieger sagen, okay, wir wollen entweder die SIMBRIEF Route oder eine, die schon in der PNG hinterlegt ist. Wir nehmen jetzt gerne die SIMBRIEF Route. Dann sehen wir hier nochmal die ganzen Daten. Was jetzt auch sehr cool ist, wir können es halt einfach auf Set Payload und Set Fuel drücken. Und schon hat der Flieger jetzt die Beladung und den Sprit gesetzt, der bei uns im Flugplan war. Das sehen wir auch hier nochmal. Berlin-Zürich, Flight Level 300, 379 Meilen, Zero Fuel Weight von knapp über 200 Tonnen, Reserve 8,6 und Block Fuel 19,3. Das passt, also können wir auf Select Route drücken und schon haben wir unsere Route hier drin. Das Ganze mit Activate und Execute noch einmal bestätigen und schon ist unser eigentliches Routing hinterlegt. Jetzt wollen wir in unserem Fall gerne ein bisschen noch extra Sprit mitnehmen. Das heißt, statt der geplanten 19,3 Tonnen tanken wir mal 21 Tonnen. Dazu gehen wir einfach wieder zurück auf die Menüpage, dann auf FS Actions, dann auf Fuel und dann können wir jetzt hier Total Fuel einfach auf 21.000 Kilo ändern und schon haben wir den Sprit dabei, den wir haben wollten. Jetzt ist natürlich das Crossweight ein bisschen höher, aber am Zero Fuel Weight hat sich natürlich nichts geändert. Jetzt müssen wir das Ganze noch einmal bestätigen, den Route-Uplink. Dafür drücken wir hier auf Load. Und jetzt dauert es einen kleinen Moment und dann sollten wir hier gleich in der Lex-Page die ganzen Wegpunkte sehen, die bei uns auch im Flugplan ist hinterlegt waren. Können wir dann auch alles nochmal abgleichen, indem wir dann hier entsprechend runter scrollen. Ihr seht, erster Wegpunkt ist Lokdo, dann geht es über Orbtag und Bamki, dann nach Ibaga, nach Dinkelsbühl, nach Tetgo und dann nach Rilax. Mit den jeweiligen Airways dazwischen. Das passt soweit. Was jetzt allerdings noch fehlt, ist sowohl die Departure als auch die Arrival. Als Departure wählen wir in Berlin die Runway 07 Right, also die Südbahn in Richtung Osten aus. Und wir starten über die Lokdo 2 Zulu. Da wir ein Heavy-Flugzeug sind, können wir die One Quebec nicht nehmen. Nehmen wir die Lokdo 2 Zulu. Dann müssen wir nämlich nicht diese enge Hoffmann-Kurve fliegen, sondern können hier ein bisschen entspannter rausgehen. Die Message können wir einmal clearen. Das gucken wir uns gleich an.
Und jetzt seht ihr auch schon, die Route für die Departure ist hinterlegt. Wenn wir jetzt einen Langstreckenflug machen würden, dann könnten wir die Arrival noch freilassen. Wir geben sie für Zürich jetzt schon mal ein. Wir planen das ILS 1.4 zu fliegen über die Relax to Alpha Arrival. Und die Amici 1.4 Transition, beziehungsweise die Transition über den Wegpunkt Amici. Jetzt können wir uns das Ganze einmal angucken. Dazu wechseln wir hier in den Plan Mode, gehen hier zurück auf die Lex Page. Und dann können wir jetzt wie in der 737 auch mit dem Step-Knopf hier einmal unser Routing durchklicken. Dann schauen wir, ob das alles so passt, wie wir das gerne haben wollen. In unserem Fall geht es von Relax nach Lamax, dann nach Amici, dann zum Zurich VOR und dann aufs ILS. Das schaut noch nicht so gut aus. Das heißt, wir probieren es mal vielleicht mit der Amici 1.4 Transition. Die Arrival bleibt natürlich die gleiche. Und dann können wir da einfach mal gucken, ob es besser ausschaut. Manchmal muss man auch einfach ein bisschen rumprobieren. Können wir mal in unserem Fall gucken. Relax, Lamax, Amici. Und dann kommt hier die Transition. Das heißt, wir können es jetzt mal so machen, dass wir uns das Routing einfach so ein bisschen zusammenbasteln. Das heißt, wir fliegen jetzt mal vom Endpunkt unseres Routings, vom Wegpunkt Relax, weiter zum Wegpunkt Sudo Hotel 375. Das heißt, wir möchten uns einfach den Wegpunkt nach vorne ziehen. Also klicken wir einmal drauf, klicken ihn jetzt an die Position, wo wir ihn gerne haben möchten. Und schon können wir uns das Ganze angucken. Relax, Sudo Hotel und dann geht es hier in den Gegenanflug bzw. auf die Transition. So schaut das gut aus. Dann können wir die Route nochmal aktivieren und mit Execute das Ganze bestätigen. Und wenn das Routing scharf ist, verändert sich hier die Farbe des Routings auf Magenta und so soll das dann optimalerweise ausschauen. Dann können wir aus dem Plan-Modus wieder raus, können einmal hier auf die Performance-Init-Seite gehen und müssen jetzt hier noch ein paar Werte eingeben. Unser Zero-Fuel-Weight, haben wir gesagt, ist 200,1 Tonnen. Ihr könnt aber auch einfach hier daneben klicken, dann bekommt ihr auch den aktuellen Wert. Ihr könnt ihn hier einfügen, die Reserve hat der Flieger automatisch übernommen. In unserem Fall passt jetzt aber die Cruising Altitude noch nicht. Das heißt, wir klicken hier einmal auf Reject. Damit übernimmt er nicht automatisch irgendwelche Werte, sondern wir können die Werte selber eingeben. Die Reserve hat gepasst mit 8,6 Tonnen. Die finden wir ja hier. Das heißt, die hätten wir auch übernehmen können, die anderen Werte allerdings nicht. Unser Flight Level war nämlich 300 und der Cost Index hat er auch gepasst, 121. Und der Rest ist ansonsten auch okay. Jetzt würden wir als nächstes einmal die Performance ausrechnen. Das heißt, wir würden hier auf Thrust Limit gehen. Dann müssen wir jetzt hier auswählen, welche Konfiguration wir für den Takeoff haben möchten. Das Coole ist, dass uns PMDG da mal wieder unterstützt mit einem Performance Tool. In dem Fall nehmen wir das für den Takeoff, wählen einmal Import from OFP. Nachdem wir die Bahn ausgewählt haben, sollte der Flieger dann direkt erkennen, okay, die Bahn ist 4000 Meter lang in unserem Fall, hat die und die Elevation, das und das Heading. Die Aircraft-Performance-Werte, die wählen wir einfach hier from Aircraft aus und Wetter können wir auch importieren. Das heißt, wir machen eigentlich nur drei, vier Klicks, können dann schon auf Calculate gehen und schon sagt uns der Flieger, mit welcher Konfiguration wir gleich starten sollen. In unserem Fall starten wir mit Klappen 5. N1 wird bei ungefähr 90% liegen. Wir machen einen derated Takeoff, also einen reduzierten Start, einen Takeoff 2 in dem Fall. Deswegen steht hier TO2, den wählen wir aus. Climb 2 können wir ebenfalls lassen. Und die Selected Temperature, ein bisschen ähnlich wie die Flex Temperature im Airbus, von 45 Grad geben wir dann hier oben links ein. Und dann gehen wir noch auf die Takeoff-Seite, geben hier die Flaps 5 ein. Und die berechneten Geschwindigkeiten 146, 150. Und 156 hat er in dem Fall hier jetzt auch schon reingetan. Ansonsten können wir die natürlich von Hand jederzeit anpassen. Grossweight sind 221,1 Tonnen. Und das CG finden wir raus, indem wir einmal daneben klicken. 28,7. Er rundet das jetzt auf 29%. Also brauchen wir eine Trimmung für den Takeoff von 4,75. Die können wir jetzt hier unten einstellen. Ich habe das bei mir auf den Joystick gelegt. Ansonsten könnt ihr das aber auch natürlich über den Trim-Button hier oben machen, indem ihr dann einfach den Pitch Trim so anpasst später, dass er dann hier bei ungefähr 4,75 ist. Was wir jetzt als letztes noch machen möchten, ist einmal die Winddaten für den Flug hochladen. Je länger der Flug, desto wichtiger ist es, dass der Flieger weiß, welche Winde wir unterwegs haben,
um vernünftige Berechnungen zu machen. Das heißt, wir gehen jetzt einmal hier auf die Lex-Page, dann auf Root Data und dann können wir hier auf Wind Data Load drücken. Damit können wir jetzt also für die Wegpunkte im Reiseflug, also alle Punkte, wo jetzt hier ein W ist, einmal hochladen, das Ganze mit Execute bestätigen und dann nochmal gucken, ob wir hier in irgendeiner Phase, sozusagen in irgendeiner Seite der VNAV-Pages, noch einen Wind-Uplink haben. In dem Fall auf der Cruise-Phase natürlich nicht. Und in der Descent-Page haben wir hier nochmal einen Forecast. Da können wir auch einmal reingehen, das Ganze mit Load bestätigen. Und dann werden auch hier die Winde einmal reingeladen. Hier könnt ihr übrigens das Transition-Level, also für den Anflug, nachher einstellen. Und für den Takeoff die Transition-Altitude geben wir hier auf der Climb-Page ein. Für den Fall, dass irgendwas sein sollte, können wir jetzt hier auf die Route-Page gehen, können dann hier auch eine Route-Copy anlegen. Das heißt, wir können eine zweite Route bzw. die Route nochmal als Backup hier im Hintergrund uns reinladen, das gegebenenfalls auch anpassen. Wichtig ist halt nur, dass man dann immer auf dem richtigen Routing ist, wenn man dann letztendlich losfliegt. Wenn man es für den Takeoff braucht, kann man natürlich auf der RATNAV-Seite hier ganz normal auch VORs oder ADF setzen. In dem Fall guckt man einfach einmal hier in die jeweiligen Karten rein. Wir starten jetzt heute in Berlin, haben gesagt, wir nehmen die Logdo to Zulu Departure. Das heißt, wir müssen einmal hier auf SID wechseln, gucken dann Logdo to Zulu Departure. Brauchen wir irgendwelche NAV-Aids dafür? In unserem Fall steht hier, das Routing führt uns auf Track 080 bis 7,2 Meilen von SDD. Oder 9,2 Meilen BBI. Wir nehmen uns jetzt einfach mal BBI für Berlin-Brandenburg. Das haben wir jetzt schon drin. Ansonsten könnte man das von Hand hier auch noch eingeben. Und dann geht es in einen Rechtsturn auf einem 266er Track nach Pobam. Dann in Linksturn auf Track 235 nach Lulul. Dann im Rechtsturn Track 254 nach Esika. Und Track 253 dann Track nach Logdo. Initial Climb auf der Tuzulu Departure sind 4000 Fuß. Die können wir hier oben schon mal mit eindrehen. Wenn euch das zu langsam geht, habt ihr auch immer noch die Möglichkeit hier den Schalter einmal auf 1000er Schritte zu stellen. Dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Ansonsten können wir auch schon mal Flight Director 1 und 2 mit anschalten, wenn wir schon dabei sind, hier oben unser MCP vorzubereiten. Hier beide Schalter auf VOR stellen, die brauchen wir tendenziell häufiger als ein ADF, also ein NDB-Sucher. Und wir haben auch sonst keine weiteren Restrictions jetzt hier auf der Departure. Könnt ihr also ganz entspannt abfliegen, außer dass wir halt maximal 250 Knoten unter Level 100 haben dürfen. Und wir parallel Abflüge hier haben, also gucken müssen, dass wir genau auf dem Routing bleiben und halt dann zu Bremen Radar wechseln, wenn uns der Lotse entsprechend anweist. Ansonsten macht es auch immer Sinn, sich die Airport-Charts und die Parking-Stands einmal mit anzuheften. Und dann kann man nämlich später hier auf die Pint-Seite wechseln und kann dann hier wirklich nur die Karten sehen, die man dann auch wirklich jetzt für diesen Flug braucht. Das Pushback und Taxi-Out ist für uns heute relativ entspannt. Wir möchten ja zu 07 Ride, das heißt, wir machen unseren Pushback dann hier auf den Taxiweg hinter uns, rollen dann nach Süden raus über Victor 2. Auf den Taxiway Bravo und dann einmal ganz bis hinten durch zum Hollypoint 07 rechts und starten dann hier mit der vollen Bahnlänge von 4000 Meter. Das ist ganz entspannt und wir können auch jederzeit den Start abbrechen, jederzeit nach Berlin zurückkommen. Das ist ganz entspannt und dann haben wir uns jetzt nämlich schon mal ein gutes Bild darüber gemacht, wie das gleich ausschaut, wenn wir hier in Berlin starten wollen. Wenn irgendwas sein sollte und wir zurückkommen nach Berlin, fliegen wir einfach erstmal geradeaus weiter. MSA in dem Sektor 2400 Fuß, das heißt, wir würden auf 3000 Fuß steigen, einmal im Süden rumdrehen und dann können wir hier jederzeit wieder zurückkommen. So viel jetzt erstmal zum Tablet. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Das heißt, wir können das wieder hier rüberhängen. Dann sehen wir nämlich unsere Displays hier schön. Und jetzt hatten wir gesagt, das MCP möchten wir noch fertig vorbereiten. Das heißt, unsere V2, die 156 Knoten, die drehen wir jetzt hier noch einmal ein. Gucken, dass unser Autothrottle gearmt ist. Wenn man alleine fliegt, empfiehlt es sich, LNAV und VNAV schon mal zu armen, für den Fall, dass man gerade keine Hand frei hat, um das nach dem Takeoff dann auf VNAV manuell umzustellen. Und das Heading stellen wir einfach auf das Runway-Heading ein. Initial Climb haben wir schon, damit ist das MCP auch vorbereitet. Wir können nochmal auf den Traffic-Knopf drücken, dass wir dann auch, wenn unser Ticker später läuft, hier den Traffic angezeigt bekommen. Und dann sind wir erstmal im Groben fertig mit unserer Flugvorbereitung und dann haben wir schon mal einen großen Schritt geschafft.
Das soll es aber gewesen sein für den ersten Teil dieses 777 Tutorials. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, es war keine zu krasse Informations-Overload. Wenn noch Fragen sind, super, super gerne in die Kommentare damit. Ich versuche alles, so gut es geht, zu beantworten. Schaut gerne auch bei Twitch vorbei, wenn ihr mal dabei sein wollt, wenn wir den Vogel hier live fliegen. Und ansonsten, wenn irgendwelche technischen Probleme sind oder sowas, kommt auch jederzeit gerne in unseren Discord. Da wird euch sehr gerne weitergeholfen. Sonst vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann sehen wir uns gerne im zweiten Teil wieder, wenn wir uns dann auf dem Weg zur Startbahn machen und den Flieger hier endlich starten. Bis dahin, macht es gut und ich wünsche euch natürlich wie immer always happy landings.